Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Replay mit der Friant, dem Tier 3 Kreuzer der Franzosen. Der Kampfpanzer hat es eingeschickt. Vielen Dank an dich dafür. Und dann schauen wir mal, was er hier so reißen kann. Erstmal gib mal ein bisschen Gas. Und ich glaube, jetzt könnte man schon mal so ein bisschen langsamer werden, wenn er hier sich so dem B-Cap widmet. Er ist hier mit seinem Tier 3 in einem Vierer-Gefecht, also von dem her alles noch in Ordnung. Und jetzt will er erstmal den Cap einnehmen, aber wir sehen, da steht jemand drin. Deswegen klappt es dann da nicht. Sonst würde nämlich, vielleicht der ein oder andere weiß es ja noch nicht oder kann es vielleicht mal nicht wissen, sonst würde nämlich die Anzeige unten da dementsprechend weitergehen. Aber er will hier auch wohl noch nicht unbedingt den Punkt sich holen, sondern er will hier einen Gegner mal schnell raustorpen. Muss er aufpassen, ist er jetzt selber offen. Und da kommt jetzt die Derzki daher. Und das soll wohl sein erstes Ziel werden. Die drei Torpedos, die schauen gut aus. Die schauen gut aus. Derzki hat da keine Chance. First Blood und der Kill, ohne dass er selbst hier Torpedos abbekommen hat. Schöner Kill. Schön auf die Lauer gelegt. Und jetzt die Karlsruhe da ums Eck. Da kommen die nächsten Torpedos. Karlsruhe auch ganz close. Die HE-Granaten auch alle rausgeballert. Und die Torpedos auch hier sofort der Doppeltreffer. Auch da der vernichtende Schlag. Ja, Kampfpanzer 1, so kann man es machen. Einfach mal auf die Lauer gelegt und zack, mit den Torpedos mal den Gegner aus dem Wasser gepustet. Schön gemacht. Jetzt hat er erstmal kein Opfer, aber jetzt kann er auch in Ruhe den Cap einnehmen. Und ihr seht jetzt eben unten 19, 18, 17 runtertickend. Aber jetzt ist da wieder ein Schiff drin. Da ist wohl das Schlachtschiff reingefahren. Deswegen stoppt hier auch dieser Cap gerade wieder. Sieht man eben an diesem Zeichen. Da sieht man, hoppala, da ist er erst blockiert. Da sind auch Gegner dabei. Und da ist die Carolina. Da geht er jetzt natürlich dafür. Mit AP auf die Seite, aber hat auch 3000 Schaden gemacht. Beide Torpedoreihen kommen da gut an. Und auch da 4 Torpedo-Hits und der vernichtende Schlag. Also Carolina auch da gar keine Chance, irgendwie zu reagieren. Ist da reingefahren und hat sich dann dem Torpedo-Schicksal praktisch hingegeben. Ja, warum auch nicht? So kann es laufen. Man geht für den Cap und am Ende des Tages kommen die Gegner dann zu einem und man kann einfach die raustorpen nach Belieben. Hat natürlich jetzt Reload. Also wenn die Kaiser da jetzt reinfahren würde, hätte da jetzt das nicht so einfach. Aber die ist auch noch ein gutes Stück weit weg. Und er ist weiterhin hier auf der Lauer. Er denkt sich, ich stehe im Cap. Ihr müsst kommen und mich da rausballern. Solange wie ihr nicht kommt, mache ich mal gar nichts. Aber auch da sieht man, ist eine Taktik, die gut mal funktionieren kann. So, jetzt hat er auch wieder die Torpedos am Start. So, jetzt kann er auch, weil die Svetlana da ja ordentlich spottet, jetzt kann er da einfach erstmal warten und die Kaiser kommen lassen. Braucht er jetzt auch noch nicht so wirklich selber viel dazu beitragen. Svetlana ist hier der Köder und er ist hier die Angel, so kann man sagen. So, jetzt haben wir gesehen, die Kaiser ist da gut vorbeigefahren an den ersten Torpedos und jetzt ist seine Stunde gekommen. Jetzt will er da mal nachlegen. Das heißt, da gehen jetzt die erste Torpedosalve ins Wasser. Jetzt wird noch ein bisschen geballert. So, und da kommt die nächste. Da fährt er jetzt drauf, weil er hat ja noch Steuerbord-Torpedos. Und da beacht er auch dann die Kaiser schon. 3 Torpedos werden da treffen. Und dementsprechend hat er nur noch 3000 Hitpoints. Also auch die Kaiser ist da in sein
Netz reingekommen. Jetzt sollte er aber schießen, Junge. Lass doch dir die Hitpoints da jetzt nicht bewusst wegballern. Aber jetzt ist er auch durch. Aber er hätte sich den Kill nehmen lassen. Keine Ahnung, warum er da jetzt nicht geschossen hat. Das war eigentlich sein Kill. Da stand schon sein Name drauf. Aber irgendwie hat er sich gedacht, nee, die jetzt nicht. Das ist mir zu leicht. Das lasse ich jemand anders. So, und jetzt hat er scheinbar auch genug von dem B-Cap. Jetzt denkt er sich, jetzt gehe ich mal für den Gegner. So, die Kaiser wird da reichlich beschossen. Hat aber noch nicht die Türme auf ihn ausgerichtet, deswegen hat er da noch Ruhe. Aber wir sehen schon gerade, die Türme werden jetzt gerade ausgerichtet. Also, das wird jetzt nicht so leicht. Da sollte er jetzt nicht so seine Breitseite anbieten. Und wir sehen, die Türme sind jetzt schon so gut wie auf ihn drauf. Aber auch die Torpedos kommen gut. Aber der Junge, nicht so weit eindrehen. Nicht deine Zitadelle entblößen. Aber die Torpedos kommen sauber. Sitzen schon wieder zwei. Und die nächsten auch noch. Auch hier, großkaliber Vernichterschlag. Tschüssikowski. Warum auch nicht? Aber er brennt. Er kann nicht löschen. Gott sei Dank ist der Schaden, den er damit erleidet, jetzt gerade nicht allzu groß. Der Gegner hat nur noch drei Schiffe am Start. Einen Kill bräuchte er noch, um sich hier die Krake zu sichern. Vielleicht sagt er die Kawachi, ja, nimm mich. Wir beide machen das klar. Und da die nächsten Aale wieder unterwegs. Mal schauen, was er hier noch hinbekommen kann. Aber wir sehen, er hat auch nur noch 4000 Hitpoints. Und fährt er jetzt voll in die Kawachi rein. Er ist natürlich schon sehr aggressiv im Spielstil. Kann man nicht anders sagen. Das wird wahrscheinlich auch jetzt hier für ihn der letzte Angriff sein. So, da geht er unter. Aber die Kawachi, die scheint zu fluten. Das könnte wirklich noch der Kill werden und damit die Krake. Und genau so ist es auch. Vernichterschlag, Krake. Und das ist nur ein Kratzer. Hat sich hier jetzt seinen fünften Kill sichern können. Einfach sehr fein gemacht. Auch wenn sein Schiff hier leider jetzt in den Abgrund gezogen wird. Aber die Kawachi, die hat er eben mitgenommen. Sehr schön. So, jetzt schauen wir, was da drüben noch passiert. Ja, sein Kollege in der Nassau, der ist da echt ein gutes Stück weit weg. Ah, ist einfach. Ich muss sagen, mir gefällt die freie Kamera sehr gut, aber wir schauen jetzt natürlich weiter auf das Spielgeschehen. Nikolai und die St. Louis jetzt gegen alle anderen und da sind wir ehrlich. Das wird nicht mehr funktionieren für den Gegner. Das ist nur die Frage der Zeit, bis jetzt alle am Untergehen sind. Nikolai bekommt da die Schüsse von der Caledon und der Wyoming. Liegt da praktisch förmlich im Wasser, ohne sich großartig zu bewegen. Hat die Rohre auch ganz woanders ausgerichtet. Also will wohl für die Nassau gehen. Und er hier in der St. Louis ebenfalls Richtung Nassau am Start. Wir gehen ja mal ein bisschen in die On-Top-Sicht. Dann sehen wir genau, was passiert. St. Louis hat da gerade gut ein paar Hits gefressen. Wir kommen jetzt noch die nächsten Schüsse von der Carolina. Die gehen aber ins Wasser und die Caledon schießt weiter auf die Nikolai. Aber das sind dann doch eher Nadelstiche. Wobei, trifft gar nicht so schlecht. St. Louis geht für die Nassau. Ich warte ja gerade so auf den richtigen, so einen richtigen Wumms. Die Wyoming scheint irgendwie so ein bisschen Ladehemmung zu haben. Die Caledon weiter hier auf die Nikolai drauf. Aber die scheint hier auch
gefühlt schon keine Lust mehr zu haben. Schüsse sehe ich da nämlich keine. Nur die St. Louis ist noch bemüht. Und die Wyoming hier mit HE hat es versucht, jetzt die Nikolai da zu versenken. Und kriegt auch den Kill durch den Brand. Und jetzt ist einzig und allein nur noch die St. Louis am Start. Die sich hier nach Kräften wehrt. Also man kann ihr keinen mangelnden Fleiß attestieren. Calydon hat jetzt mal ein paar Torpedos ins Wasser gelassen, aber wie gesagt, da muss man höchstens noch von Schadensbegrenzung sprechen, wenn die St. Louis hier noch jemand mitnimmt. Aber ansonsten war das eine gelaufene Runde, aber trotzdem auch, um das Game von der Frion nochmal kurz zu bewerten, in nicht mal 10 Minuten hat er 147.000 Damage in einem Tier 3 Schiff gemacht. Also, egal wie, das muss man erstmal machen. Diese Schadenszahl ist richtig nice. Selbst auf Tier 10 ist das noch gut. Aber im Tier 3 ist es natürlich sensationell. So, jetzt bekommt er die St. Louis noch ein paar Hits von der Wyoming. Hat die St. Louis auch nicht schlecht gemacht, dass sie wenigstens hier rübergefahren ist. Weil hier ist die Gegnerflotte deutlich geringer, als es ja auf der anderen Seite ist. Wir sehen hier nämlich nur 2 Spieler und auf der anderen Seite wären es jetzt 5 gewesen. Deswegen war das noch genau die richtige Entscheidung von der St. Louis. Aber eben nur eine Frage der Zeit, bis auch diese sinkt. Die Wyoming da jetzt am Aimen für die St. Louis. Aber keine dicken Treffer. St. Louis ist ein absolutes Nervgerät. Wobei wir sehen, da passiert nicht so viel auf der Wyoming. Wyoming jetzt noch vernünftig getroffen. 4000 Hitpoints da jetzt an der Stelle. Und langsam aber sicher ist die Runde beendet. Wir sehen oben die Credits, die Tickets in dem Fall. Ich danke euch für eure kurze Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.